Die letzte Show vorm Night of Champions, die letzte Smackdown mit mir, Bernie und Zap. Hallo. Hallo zusammen. Ich wünsche euch herzlich willkommen. Ich wünsche euch. Nochmal Ding. Ich wünsche euch einen schönen Abend bei First Night Smackdown. Noch, also wenn man hier nach der Übersicht geht, noch 4 Tage bis Night of Champions. Wir sind hyped. Genau. Es gibt große Matches. Um schon mal off-topic etwas von wegzunehmen. Es war ja in der Regel so, dass nach der letzten SmackDown 2 Tage später der Pay-Per-View begonnen hat. Es kann sein, dass es jetzt gut eine Woche dauert, bis Night of Champions losgeht, weil wir momentan einfach keinen Termin finden, wo wir alle da sind und auch wirklich den ganzen Abend da sind, um den Pay-Per-View hintereinander weg aufzunehmen. Von daher kann es noch ein kleines bisschen dauern, bis Night of Champions losgeht, aber wir bitten das dann zu entschuldigen. Jo. Genau, soweit dazu. Dann können wir ja auch mit der SmackDown-Show loslegen, wenn ich hier noch meine Spielereien aus der Hand weggelegt habe. Ich muss immer irgendwas dann zu tun haben. Oh, kenne ich. Ja, und deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit SmackDown und wir können eigentlich gleich durchstarten und zu unserem ersten Match kommen, Bernie. Ja, unser erstes Match des heutigen Tages ist niemand geringer als Alberto Del Rio gegen Solomon Crowe. Genau. Ryback hat ja letzte Woche ein Match gegen Bo Dallas bestritten, hat dieses dann verloren. Mal schauen, ob das ja Ryback jetzt die nötige Kraft, die Energie von Bo gegeben hat, um sich dann bei Night of Champions gegen Alberto Del Rio durchzusetzen. Ich gehe immer noch davon aus, dass er halt das Ganze jetzt nicht allzu ernst genommen hat und halt mehr oder weniger Bo gewinnen lassen hat, nur um halt sich nicht zu anstrengen, weil Bo ist halt nicht der Gradmesser, um was geht. Schauen wir mal, ob der Rio halt heute sich hier gegen Crow durchsetzen kann. Jedenfalls, der gute Ryback hat sich neben uns hier, neben den Kommentatorenplatz Tisch Platz genommen und schaut sich das Match ringsherum an. Genau, ja, nachdem Ryback letzte Woche ein Match bestritten hat, darf heute Alberto Del Rio auch nochmal ran. Und ja, Solomon Crowe hat es ja geschafft, der Erste gewesen zu sein, der Kevin Owens besiegt hat, auch wenn es durch Disqualification war, also kein regulärer Pinfall oder Submission-Sieg. Aber in irgendeiner Art und Weise ist es ja dann doch ein Sieg gewesen. Ja, mal schauen, ob er ja seine Serie quasi nun gegen Alberto Del Rio, einen früheren World Champion, fortsetzen kann. Glaubst du nicht? Geh mit Del Rio. Ich bin auch mit Del Rio vor 2 Wochen schon ein Match bestritten, gute Leistung gezeigt. Ich denke mal, das kann er weiterführen. Jo, schauen wir mal. Ich mit Del Rio. Ja, schauen wir mal, ob dem auch so ist. Dem ist auch so. Genau. Solomon Crowe hat keine Chance, muss schon nach wenigen Minuten im Cross-Armbreaker von Alberto Del Rio aufgeben. Ja, der Sieg von Solomon Crowe, ja, schon vorbei. Und natürlich, Alberto Del Rio blickt nach dem Match zu Ryback raus, welcher auch gleich aufsteht. Denn der gute Ryback macht sich sehr flink zum Ring unterwegs, so als würde er den guten Del Rio angreifen wollen. Doch kurz bevor er in den Ring hinein sliden würde, zieht er nochmal zurück und es gibt einen kleinen Stare-Down zwischen Ryback und Del Rio, so nach dem Motto: Ich warte noch auf meine Zeit. Genau, wir sehen uns später noch einmal quasi. Und ja, Ryback geht dann um den Ring herum, behält immer Del Rio im Blick. Ja, verlässt das Geschehen dann wieder, begibt sich in den Backstage-Bereich. Genauso wie die anderen beiden dann nach einiger Zeit. Und ja, es kommt schon die erste kleine Werbepause. Und danach befindet sich, als die Kameras wieder zurückschalten, Apollo Crews im Ring. Nämlich der gute Apollo Crews, der jetzt am Wochenende ein Match gegen niemand geringerer als Jack Swagger und sein Fight Club-Mitglied bestreiten wird. Der hat einige Worte zu sagen bezüglich seinem Match um den EU-Titel. Ja,
Er meint halt, dass er den Titel halt unter allen Umständen verteidigen wird beim Match und fordert dafür aber ein One-on-One-Match bei Knife Champions gegen Swagger. Denn er weiß, dass Swagger gerne für unfaire Mittel steht und halt mit seinem Kompagnon Rusev hat er da einen Partner, der ihm nicht ganz gefällt, wenn der allerdings jetzt steht. Was gab's da weiter zu erzählen? Genau, ja. Es dauert einen kleinen Augenblick und dann ertönt auch schon die Theme ja von Kevin Owens als Fight Club-Mitglied, aber natürlich betritt nicht er die Stage. Wir können zu Kevin Owens direkt immer noch keine ja, Statusmeldungen geben. Wir wissen immer noch nicht, was da los ist. Wir haben auch schon seit Wochen nichts von ihm gehört. Aber ja, Jack Swagger und Rusev betreten die Einzige Stage. Infos, die wir von Ding und wissen, dass er halt gleichzeitig den Angriff halt angeblich angeschlagen ist Genau. und halt verletzt ist und wir wissen nicht, wie lange ausfällt. Genau. Ja, nachdem Jack Swagger und Rusev die Stage betreten haben, lässt sich dann Swagger gleich oben noch auf der Stage ein Mikrofon geben und meint: Weißt du, Apollo, du hast ja bestimmt kurz mitbekommen, wir haben kurz überlegt und ja, wir sind eigentlich einverstanden damit. Du möchtest, dass Rusev nicht ja am Ring ist bei Night of Champions. Okay, ich bin damit d'accord, wir sind einverstanden. Allerdings gibt es da ja natürlich eine kleine Bedingung. Weißt du, wir hatten diese ganze Szenerie schon mal bei Battleground. AJ Styles trat gegen Kevin Owens, den damaligen World Heavyweight Champion, an und hat ebenso gefordert, ja, er möchte doch ein One-on-One gegen Kevin Owens, kein Fight Club-Mitglied an der Seite. Und ja, wir haben ihnen quasi so eine kleine Aufgabe gestellt, beziehungsweise dann Seth Rollins, der sich ja mit AJ Styles verbunden hat, die kleine Aufgabe gestellt, dass er uns doch bei Battleground besiegen soll. Und wenn er gewinnt, dann halten wir uns fern. Gut, ein Seth Rollins hat nicht gegen uns gewonnen. Wir waren bei Kevin Owens an seiner Seite und Kevin Owens hat seinen Titel verteidigt. Und ja, so einfach wollen wir es dir nämlich natürlich auch nicht machen. Und auch du bekommst diese kleine Stipulation, dass du heute Abend ein Match gewinnen musst. Aber ich persönlich möchte mich natürlich vor Night of Champions noch ausruhen. Rusev hat heute auch keine Lust zu kämpfen, deswegen halten wir uns da heute mal raus. Ist natürlich das kleine Problem, dass wir jetzt, ja, deinem Gegner trauen müssen. Wir haben es nicht selbst in der Hand, wir können es nicht selbst bestimmen, wir müssen jemanden finden, dem wir vertrauen können. Und ein Seth Rollins ist damals gegen zwei Mann angetreten. Und ich finde, auch du könntest heute Abend gegen zwei Mann antreten. Aber wir wollen gar kein Handicap-Match machen, Ja, denn. wir wollen es kreativer machen. Wir machen heute im Main Event ein Triple Threat Match. Das heißt, es kann sowohl ein Vorteil für dich als auch ein Nachteil sein. Denn hier kämpft ja in der Triple Threat, kämpft jeder für sich selbst. Sollte sich die Gegner gegen dich verbünden, schön und gut. Aber sie können aber auch gegen dich arbeiten. Also sie können auch für dich arbeiten. Und sich gegenseitig fertig machen. Darum geht es heute ein Triple Threat Match gegen zwei Gegner, die wir für dich ausgesucht haben. Genau. Wenn du gewinnst, hält sich Rusev bei Night of Champions fern. Wenn du allerdings nicht gewinnst oder ja eben überhaupt nicht gewinnst, auch wenn Mystery Partner oder Mystery Opponent 1 Nummer 2 pinnt, dann hast du auch verloren und dann wird Rusev bei Night of Champions an meiner Seite sein. Ja, Apollo Crews ist damit einverstanden, hat ja sein Ja-Wort zu dieser Stipulation gegeben. Ich meine, klar, er hat heute Abend dann noch ein Match, während sich Jack Swagger hier fein raushält. Allerdings ist dieses Match eben auch eine große Chance für faire Verhältnisse bei Night of Champions zu sorgen. Von daher stimmt er dem Ganzen zu. Und somit steht dann auch unser ja, Main Event für heute: Apollo Crews in einem Triple Threat Match gegen zwei Mystery Opponents. Darum kommen wir dann auch gleich nach diesem Segment, kommen wir auch gleichzeitig zum nächsten Match. Ja, das nächste Match. Wir streiten unsere neuen bzw. alten Tag Team Champions, die Wyatts.
Genau, nachdem die Wyatts ja bei SmackDown in der letzten Woche Enzo und Cass angegriffen haben und sie ja ins Krankenhaus verfrachtet haben, haben sie sich ja einfach die Titel genommen und sind damit zu Raw geflüchtet. Und die Raw General Manager haben ja ein Rematch quasi angesetzt, ganz fairerweise. Und ja, Enzo und Cass konnten natürlich nicht antreten und damit sind jetzt die Wyatts wieder offizielle Tag Team Champions. Nun, damit sind wir jetzt natürlich nicht einverstanden, aber wir müssen mit Enzo und Cass rechnen. Ja, es geht momentan auch nicht anders. Die beiden sind wirklich nicht in der Lage anzutreten. Die sind wirklich raus aus dem Geschäft gerade. Also Von aus daher sind Sicht, uns da auch ein bisschen die Hände gebunden. also mehr oder minder aus der Sicht der Weiß sind die 5 Minutes of Fame, die 5 Minutes of Fame von dem von Enzo Cass jetzt vorbei. Genau. Die Wyatts hatten ja auch schon bei Raw diese Woche ein Match, aber wir haben uns gesagt, hey, Tag Team Division ist diesen Monat bei SmackDown. Wir wollen hier bei SmackDown Fighting Champions haben. Deswegen darf die Wyatt Family heute hier antreten. Und wir haben uns da mal ein Team rausgesucht, was wir so noch gar nicht hatten. Ein Team, das an sich gar nicht so unbekannt ist, weil es sind zwei Leute, die sich relativ nahe stehen. Denn sie sind, wenn wir es hier nach dem Team mit Gimmick nehmen, galaktische Brüder, nämlich Stardust und Goldust oder eigentlich Cody Rhodes und wie heißt er? Und Dustin. Goldust, Dustin Rhodes. Dustin Rhodes. Ja. Wir nennen sie einfach die Dust Brothers. Ja. Und diese beiden, ja, ein nochmal quasi so halb neu geformtes Tag Team hier, tritt an gegen die amtierenden Tag Team Champions, die Wyatt Family. Ja, sie werden aber trotzdem zerstört. Wiedervereinigung hin oder her. Nein, die Dust Brothers holen sich das ganz easy. Bernie hat keine Meinung, der atmet nur. Okay. Ich gehe mit dem Wyatt. Ja, gut. Schauen wir mal. Zerstörung. Ja, Luke Harper. Discus Clothesline, da war es vorbei. Genau, Luke Harper hat die Discus Clothesline gegen Stardust zeigen können. Danach war Schicht im Schacht, Licht ist aus. Quasi Stardust dann in seine Galaxie zurückgeflogen nach dieser Clothesline. Und wir hoffen, dass wir dann irgendwann, wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe, dass wir irgendwann den guten Cody zurückbekommen. Wahrscheinlich nicht, nein. Schau mal. Vielleicht ja bei uns im nächsten Universe Mode. Mal schauen, was wir uns bis dahin Wahrscheinlich überlegen. dann eher nur als Core, Mal schauen. da er wahrscheinlich im Spiel nicht vorhanden sein wird. Das Außer die WWE schafft es noch die ganze Zeit mit dem Legends-Vertrag, aber Schauen wir mal. jedenfalls, kleiner Spoiler. Im nächsten Spiel ist dabei wieder Brock Lesnar. Saget nicht. Da gibt's Saget nicht. Brock Loser, der nach seinem damaligen Match gegen Undertaker in den ganzen Universe-Folgen bis heute keinen einzigen Auftritt mehr hatte. Der ist immer noch wahrscheinlich in dem Trainingscamp, den ich ihn letztes Jahr hingeschickt Vermutlich. habe. Da haben die Raw-Guys ihn immer noch nicht rausgeholt. Nee. Der wartet noch. Ich habe damals angeordnet gehabt, geh da mal hin, für zu alter Stärke. Hab's dann auch weiterführen lassen, bis die sie brauchen. Na, kam jetzt so nichts. Ja, wahrscheinlich ist er immer noch in der damaligen Form. Ja, Ich bei wollte gerade weiß. sagen, möglicherweise ist das ganze Camp, gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, weil es das Progress schon zerlegt hat. Möglich ist es, ja. Und das findet keiner mehr. Ja. Aber das soll ja auch nicht unser Problem sein. Das ist das Problem der Raw Guys. Denn nach diesem Match befindet sich schon unser aktueller World Heavyweight Champion im Ring. Ja, Seth Rollins mit seinem goldenen Titel über die Schulter gelegt, hat er sich mit einem Mikrofon bewaffnet und möchte sich da wohl Richtung Samoa Joe äußern. Denn ja, also Samoa Joe hat ja letzte Woche dieses Interview gegeben, dass ein Seth Rollins Angst vor ihm hätte, nachdem Samoa Joe ja mich beim SummerSlam angegriffen Beisammer. hat, in den Coquina-Klatsch genommen hat, nachdem er Kevin Owens in der ersten SmackDown-Show mit einem Musclebuster von der Stage ins Nirvana befördert hat, nachdem er auch nur eine Woche später einen Billy Gunn ja, auseinandergenommen, durch das Kommentatorentisch geworfen hat, etc. Ja, das Kommentatorentisch. Soll ich vor ihm Angst haben? Also,
Ich meine nur, ich bin der World Heavyweight Champion. Ich habe in den letzten Monaten, nur um diesen Titel zu erringen, endlose Schlachten, harte Schlachten gekämpft und anschließend dann auch eine gewonnen. Und ich stelle mich jeder Herausforderung und ich habe keine Angst vor Samoa Joe. Ich gebe zu, ich habe Respekt vor ihm, aber das sollte man auch haben. Man sollte vor jedem Gegner Respekt haben. Aber Angst habe ich keine vor ihm. Und das werde ich euch allen zeigen. Vielleicht heute noch, vielleicht auch erst bei Night of Champions. Aber dass ich keine Angst vor ihm habe, das ist definitiv. Und das werdet ihr auch alle zu sehen bekommen. Denn auch nach Night of Champions werde ich, wie schon beim SummerSlam, den Pay-Per-View mit dem Gold um meine Hüften verlassen. Und ja, kaum sind diese Worte gesprochen, kommt Samoa Joe raus. Und ja, denn Samoa Joe ist jetzt an der Reihe und hat ein Match. Er hat sich bestimmt sein nächstes Opfer gesucht. Genau, in dem Moment, in dem Samoa Joe für sein Match ready schon in den Ring slidet, ja, verlässt Seth Rollins den Ring. Er wirkt auch überhaupt nicht ängstlich. Natürlich behält er Samoa Joe im Blick, rechnet mit einer Attacke, aber ja, er geht um den Ring herum. Die beiden liefern sich einen Stare-Down und auch Rollins, ja, als er dann die Stage hinaufgeht, macht er das im Rückwärtsgang, behält immer den Blickkontakt zu Samoa Joe, aber zeigt wirklich keine Angst, deutet noch auf ihn und ja, kaum ist Seth Rollins verschwunden, kommt auch schon Samoa Joes Gegner. Nämlich sein heutiger Gegner ist niemand geringerer als Bad News Barrett. I think I got some bad news for Joe. Aber Bad news for himself. Nein, nach dem eher Bad damaligen News für Bad News. Sparring mit Odellis hat der Bad News Barrett durchaus eine kleine Aufphase gehabt. Stand er dann beim SummerSlam auch im Elimination Chamber Match um den European Title, konnte den allerdings nicht gewinnen. Ja, und nun hat er sich hoffentlich nach der Elimination Chamber wieder erholt, denn er bekommt es heute mit Samoa Joe zu tun. Ja, das wird aber nicht gewinnen. Victory mit Dafür ist Joe zu Joe, stark. Joe, Joe. Victory mit Joe. Ja, ich bin da auch bei Joe. So, und gute Nacht, Barrett. Ja. Also auch hier war nach dem Muscle Buster von Samoa Joe gegen Bad News Barrett Schluss. Ja, da hat er es kurz und schmerzlos hoffentlich. Also Nicht wirklich hoffentlich, schmerzlos. sagen wir so, relativ schmerzlos. Ja, und ja, Samoa Joe steht dann im Ring, feiert seinen Sieg, ja, posiert so mit seiner Standardgeste, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie einen speziellen Namen hat gerade, aber ihr wisst alle, wo er so den kleinen Finger und den Daumen so von der Hand spreizt, so. Er steht so im Ring, feiert seinen Sieg, während Barrett, ja, ausgenockt am Boden liegt und Samoa Joe, ja, dreht sich dann quasi zur anderen Fanseite und kassiert auf einmal einen Schlag mit dem World Heavyweight Title. Denn Seth Rollins ist nach dem Match wieder zurück, hat es nun auch geschafft, eine Attacke gegen Samoa Joe zu starten, der bisher eigentlich unantastbar war in den letzten Wochen. Und ja, Joe liegt ausgenockt am Boden. Man kann sogar sehen, dass sich eine kleine Platzwunde bei Joe geöffnet hat und etwas Blut noch am Titel klebt. Und ja, diesen Titel reißt Seth Rollins hoch in die Höhe, posiert mit ihm über Joe und schreit noch ganz laut: Ich hab euch gesagt, ich hab keine Angst. Und das war heute nur der Anfang. Bin gespannt, wie das die ganze sich in nur ein paar Tagen bei Night of Champions abspielt. Ob da von diesen mutigen Worten und so weiter noch auch dann Taten und wie es gesagt auch ein Sieg folgen kann. Ich bin gespannt. Genau. Ich denke, mit Kevin Owens hatte Seth Rollins ja schon eine riesige Herausforderung. Noch AJ Styles hat sich nicht lumpen lassen. Aber Samoa Joe hat durchaus das Potenzial, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Ob so kommt, ob das nur eine kurze Regentschaft von Rollins war, werden wir dann bei Night of Champions sehen. Nun schaltet die Kameras in den Lockerroom von Del Rio, der sich nach seinem Match von Crow erholt und sich gerade fertig macht, um Backstage zum Catering zu gehen und so weiter. Doch er wird plötzlich von Ryback angegriffen, der ihn auf den Boden schlägt. Ein paar Mal mit Gegenständen, die er gerade da im Lockerraum rum sind, angegriffen. Und
bossiert und meint, dass er auch am Wochenende triumphierend über Delirio stehen wird. Genau, Ryback will noch eine weitere Attacke gegen Del Rio starten. Allerdings ja, haben einige Superstars des SmackDown-Rosters das Ganze mitbekommen, ja, und stürmen in den Locker-Room hinein, um die beiden auseinanderzuhalten. Beziehungsweise, ja, Del Rio konnte ja keine große Gegenwehr zeigen. Er wurde einfach von Ryback überrascht und niedergeschlagen. Sie halten er Ryback zurück, drängen ihn wieder nach draußen, während sich ein paar noch Schützen vor Del Rio stellen und versuchen, ihm aufzuhelfen. Also Ryback ist wirklich energiegeladen hier, nachdem er bei SummerSlam schon Tyler Breeze besiegt hatte. Meine, es wohl jetzt auch mit Alberto Del Rio ernst auf seinem, ja, Weg nach oben. Und mal schauen, ob sich Del Rio dann bei Night of Champions für diese Attacke rächen kann oder ob Ryback ja seine Tour der Zerstörung da, ja, weiterführen kann. Wer ja aber auch momentan noch auf einer Tour ist, und zwar ja auch auf der Tour zu Night of Champions, ist AJ Styles. Wir wissen ja, AJ Styles trifft bei Night of Champions gegen Shinsuke Nakamura. Es gab die, ja, Vertragsunterzeichnung One-on-One bei Night of Champions. Keine Klauseln, keine Stipulation. Feinstes Wrestling hier. Also ein ganz großes Match, was uns da erwartet. Und ja, nachdem Shinsuke Nakamura in der letzten Woche nochmal ein Match bestritten hat, soll auch ein AJ Styles heute nicht leer ausgehen. Denn der gute Styles wird auch heute noch in einem Match, sehen wir genau jetzt, nämlich in den guten Kofi Kingston von The New Day. Genau. Mag der eine oder andere sagen, ja, ein Nakamura war doch letzte Woche auch mit dabei in dem Tag Team Match und so. Aber ein Styles, ja, hat auch dieses Match noch gefordert bei uns, hat gesagt, ja, ich kann mich jetzt ein bisschen schonen, ich kann mich im Trainingsraum so ein bisschen noch fit machen, aber ich möchte mich nochmal zeigen, ich möchte nicht einrosten, weil ich jetzt noch kurz vorm Pay-Per-View eine Woche Pause habe. Ich möchte keinen Ringrost ansetzen, ich möchte voll in Fahrt bleiben. Deswegen hat er uns ja um ein Match gebeten. Wir haben uns gedacht, wen haben wir denn mal noch übrig? Und da haben wir uns dann eben für Kofi Kingston entschieden, der ohne seine beiden New Day-Mitglieder hier heute gegen AJ Styles bei SmackDown antreten darf. Okay, ich würde sagen, das gewinnt Styles. Ich gehe auch hier mit den Styles, also mit AJ. Ich überlege gerade, wen wir damals hatten bei Money in the Bank. Haben wir die drei Money in the Bank-Teilnehmer von uns, Styles, Nakamura und Ziggler, auch gegen New Day-Mitglieder antreten lassen? Hatten wir das Styles auch gegen Kingston? Weiß gar nicht Keine mehr, so Ahnung. lange. Ich glaube, wir hatten Ziggler gegen Woods und Ziggler war der Einzige, der verloren hat. Ich glaube auch, wir hatten damals Styles gegen Kingston. Dort konnte Styles ja damals gewinnen. Und wenn es gegen Big E gewesen ist, ja, hat er aber trotzdem gewonnen. Also mit New Day kommt Styles wohl anscheinend gut zurecht. Von daher denke ich auch mal, dass Styles heute wieder siegen wird. Schau mal, oder kriegt New Day die Anführungszeichen Rache? Kriegen sie nicht. Nein. AJ Styles macht das, ja, macht den Sack zu, kann Kofi Kingston nach dem Styles Clash besiegen. Und nachdem ja Kofi Kingston sich dann eben nach dem Match so aus dem Ring gerollt hat und AJ Styles noch so ein bisschen auf seinen Knien sitzt und noch ein bisschen erschöpft ist, ertönt plötzlich die Theme von Shinsuke Nakamura, seinem Night of Champions Gegner, der sich in, ja, normalen Laufschritt so auf dem Weg zum Ring macht, hat schon auch schon ein Mikrofon in der Hand. Ja, slidet in den Ring rein, hilft auch Styles hoch auf die Beine. Ich meine, die beiden sind keine Feinde, sie sind aber auch keine Freunde, sie sind Kontrahenten, sie respektieren sich einander, sie haben ja Respekt vor dem, was der andere schon geschaffen hat und ja auch über seine Leistung. Und ja, ein Shinsuke Nakamura gratuliert AJ Styles zu seinem Sieg und seiner beeindruckenden Leistung heute. Und er freut sich auch wirklich auf dieses Match bei Night of Champions. Aber AJ Styles soll sich mal ein paar Wochen zurückerinnern, denn ein Shinsuke Nakamura hat bei AJ Styles noch etwas gut. Ja, und mit diesem, ja, Satz lässt Shinsuke Nakamura auch das Mikrofon fallen und verpasst AJ Styles den Kinshasa. Wir wissen ja, vor ein paar Wochen kam dieser Angriff von AJ Styles an Nakamura mit dem Styles Clash. Und jetzt hat er sich hiermit revanchiert, der gute Shinsuke Nakamura. Genau, wie es auch AJ Styles damals bei Nakamura gemacht hat, klopft so Nakamura noch AJ Styles so entschuldigend auf die Schulter, so nach dem Motto, ist nicht so gemeint, aber ich wollte das eben auch, ne?
wenn was du kannst, kann ich auch. Und Jetzt ja, ist sie mehr oder minder quitt. genau, und er sagt auch nochmal zu ihm: Ich freue mich auf Night of Champions, ich freue mich auf unser Match. Muss ja zugeben, dass jetzt rein von der Karte her jetzt mal aufgeschrieben ist, dass das Match, was ich mir am meisten freue. Weil Ja. es halt wirklich zwei der größten Aufeinandertreffen sind. Wobei Joe gegen Rollins natürlich auch sehr fein wird. Das auch, aber Aber ja. wir kündigen auch schon mal an, dass Styles Nakamura unser Co-Main Event wird von SmackDown. Raw hat ja den allgemeinen Main Event. Was ja bekanntermaßen das Intercontinental Title Match ist. Das SmackDown Main Event wird natürlich unser World Title Match, aber unser Co-Main Event wird nicht das European Match, sondern dann schon Nakamura gegen AJ Styles. Okay. Was ist jetzt mit dem Bild von NXT Champion? Das Ja? Armageddon Hell in a Cell Intercontinental Title Match. Okay. Quasi das Ende dieser Fehde. Genau. The End. Genau. Und wer ist eigentlich jetzt im World-Titel-Picture bei Raw? Bernie guckt auch null Raw. Ja, ne, ist halt echt so. Ich Soll er komme nicht. selber gucken, ey. Ich komme nicht dazu. Wirst du Ich sehen, meine, ich gucke wirst mir du die sehen. Stunde auch nicht voll an, aber es gibt zu den wichtigen Stellen. Ja. Aber das jetzt beiseite, denn auch wir haben noch für Night of Champions ein Announcement zu machen. Denn es fehlt ja noch ein Match auf der Knife Champions Card. Nämlich das gute Tag Team Match, nachdem ja an sich angekündigt war, Enzo und Cass gegen die Guns. Und ja, Enzo und Cass jetzt leider nicht mehr Champions sind oder nicht mehr Champions sein können, da sie ja verletzt ausgeschieden sind. Gibt es jetzt das Match Wyatt gegen Guns um die Tag Team Titles bei NXT Champions? Genau, die Guns haben ja so oder so ihr reguläres Titel-Rematch nach ihrer Niederlage beim SummerSlam. Ja, es sind jetzt nicht Enzo und Big Cass, sondern die Wyatts. Somit haben die Guns zumindest die, ja, Chance, sich direkt das Gold wiederzuholen, sich bei den Wyatts zu rächen. Deswegen sind wir jetzt eben gezwungenermaßen, dank Raw, dann die Paarung, dass wir nochmal die Wyatts in Action sehen, gegen die Motor City Machine Guns. Na dann. So viel zu Night of Champions. Somit stehen dann auch alle SmackDown-Matches. Und das heißt für uns dann eigentlich Main Event Time, denn zumindest beim European Title Match ist ja noch eine Kleinigkeit offen. Ja, es ist eigentlich alles gesagt, bis auf der letzte Punkt. Ist Rusev am Ring, ja oder nein? Genau. Das wird Und jetzt noch im Finale definiert. genau, der Fight Club hat ja gesagt, Apollo Crews muss ein Triple Threat Match bestreiten. Nur wenn er gewinnt, ist Rusev ja nicht am Ring. Sollte er verlieren, ist Rusev natürlich an Jack Swaggers Seite. Und der Fight Club hat sich zwei Leute rausgesucht, die in diesem Triple Threat Match heute auf Apollo Crews treffen werden. Ja, Nummer 1, den sich der Fight Club ausgesucht hat, ist ein, ja, alter Bekannter von Apollo Crews aus der European Title Fehde und zwar der Rated-R Superstar Edge. Und der andere, auch nicht unbekannt, ist Tyler Breeze. Genau, Tyler Breeze hatte ja beim SummerSlam sein letztes Match, als er gegen Ryback verloren hat. Davor konnte Tyler Breeze ja auch schon einen oder anderen Sieg einfahren gegen The Miz in dieser Vierer-Konstellation mit Miz, mit Barrett und mit Bo Dallas. Also da ging auch Tyler Breeze eigentlich als der Bessere aus dem Team Miz Breeze heraus. Von daher, ich denke, zwei anspruchsvolle Gegner für einen Apollo Crews, der in den letzten Wochen aber durchweg gute Leistungen zeigen konnte in seinen Matches. Mal schauen, wir hatten lange Zeit keinen Triple Threat Match mehr in den Wochenshows. Deswegen hat sich der Fight Club eben diese schöne Konstellation hier überlegt, um eben auch nochmal die Chancen von Apollo Crews ein bisschen zu mindern. Auch wenn es ein One-on-One-Match ist, steht ja die Oh Chance Gott. 50-50.
Selbst in einem Handicap-Match steht ja die Siegchance von Apollo Crews immerhin noch bei 50%. Klar, der hat zwei Gegner, aber es sind zwei Parteien. Aber hier in diesem Triple Threat Match haben wir ja drei Parteien. Das heißt, die Siegchance von Apollo Crews nur bei 33%. Und somit, ja, für den Fight Club quasi bei 66%, dass ein Rusev einen Jack Swagger begleiten darf. Ja. Ja, und unser European Champion Apollo Crews, ja, lässt sich das auch nicht nehmen und kommt direkt als Erster zum Ring. Jetzt schon den zweiten Monat unser European Champion. Aber er muss sehr glücklich sein, die ganzen Kleeblätter hinten. Ja, die haben ihm bisher zumindest viel Glück gebracht. Ja, Apollo Crews. Hideo Itami war ja lange Zeit der European Champion. Als der dann aber entthront wurde, wurde der Titel ja so ein bisschen hin und her gereicht. Da hatten zwischendrin Christian gehabt. Und Apollo Crews ist jetzt derjenige, der den Titel zumindest mal etwas länger halten kann. Der ihn jetzt nicht gleich nach einem Monat wieder abgibt. Und man muss ja sagen, beim SummerSlam, er hat die Elimination Chamber als Titelverteidiger überstanden. Ja, konnte sich durchsetzen. er ist eigentlich ein Mr. Multi-Man-Match, weil er schon eigene Multi-Man-Matches häufig entschieden können. Ja. Allgemein, am Anfang hat er noch so ein bisschen seine Schwierigkeiten bei uns im Universe-Modus gehabt, war lange Zeit eigentlich ohne Sieg, aber seitdem man diesen Triple Threat gegen Christian und Itami sich den European-Title geholt hat, geht es bei Apollo Crews steil bergauf. Aber da fällt mir gerade die Frage auf, warum sollte ein Edge als auch ein Tyler Breeze den beiden bitte oder generell den beiden helfen? Ich denke mal, da ist auch einfach ein bisschen, ja, so der Eigennutzen dabei. Ich meine, wir sind hier in einem SmackDown Main Event. Die beiden treten gegen einen Champion an. Die beiden wurden allerdings auch in den letzten Wochen ja wieder ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen fallen gelassen, aber ihre Auftritte sind etwas rar geworden. Deswegen eigentlich hier die Chance für beide, sich ins Rampenlicht zu spielen. Wenn jetzt ein Tyler Breeze oder ein Edge hier einen Apollo Crews schlagen sollte und Apollo Crews dabei Night of Champions gewinnen sollte, können die ja dann immer noch sagen, hey, ich habe in der SmackDown-Show vor Night of Champions den Champion besiegt. Bekomme ich denn jetzt auch ein Titelmatch? Ich habe ihn besiegt, ich habe es mir damit verdient. Von daher gehen die beiden bestimmt auch mit ein bisschen auf diese Aussicht hier und das Match. Möglich ist es ja. Edge hatte ja damals schon des Öfteren sein Titelmatch gefordert um den European Champion, nachdem er Christian ja zum Gold eigentlich verholfen hat. Ja, er hat es bekommen, dann allerdings erst in dieser Elimination Chamber. Ist dann dort allerdings nicht als Sieger hinausgegangen und vielleicht schafft er es so. Wie gesagt, sollte er einen Apollo Crews besiegen. Apollo Crews verteidigt seinen Titel bei Night of Champions. Vielleicht bekommt dann Edge ja seine One-on-One-Chance. Möglich ist es ja. Ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit, die er nutzen kann. Aber Tyler Breeze sieht es natürlich genauso aus. Und auf jeden Fall haben, finde ich, beide das Potenzial, einen Apollo Crews zu besiegen, beziehungsweise eben einen European Champion darzustellen. ja, das ist durchaus möglich, aber Dass ein Edge natürlich zu größeres, ja, Beruf werden kann, steht natürlich gar nicht im Raum, diese Frage. Aber ich denke, Gold ist Gold, ne? Und wenn er an den ja. World Title momentan nicht rankommt, warum dann einfach nicht den European Title sich holen? Man muss sich, wenn man gerade keine Chance drauf hat auf das große Gold, soll man halt aufs Kleine probieren und sich damit langsam wieder hocharbeiten. Genau. Man muss Jo. sich hocharbeiten, man muss ein Statement setzen, man darf nicht rumhüllen und sagen, ich will doch, ich will doch, ich will doch, warum kriege ich nicht? Nein, man muss sich zeigen, man muss Leistung bringen. Und ja, Edge und Tyler Breeze nehmen diese Chance eben wahr. Ja. Aber Ganz dazu müsst ihr erstmal an den anderen beiden vorbei. genau. Aber ja, bezeichnet natürlich für den Fight Club, dass sie sich ja auch zwei Heel-Gegner für Apollo Crews ausgesucht haben. Tyler Breeze genauso wie Edge. Beide bestimmt nicht, ja, gut gesinnt gegenüber Apollo Crews. Ich meine, die beiden sind natürlich auch keine besten Freunde, aber vielleicht schaffen sie es ja doch ein bisschen, eben mit aufgrund dieser Aufsicht auf ein eventuelles Titelmatch, zumindest erstmal Apollo Crews aus dem Weg zu schaffen. Jo. Ja, und somit sehen wir jetzt den letzten Main Event vor Night of Champions, den letzten Ja, SmackDown Main Event, und Edge springt erstmal ins Leere. Und kaum gesagt, arbeiten die beiden Heels zusammen mit diesem Double Gut Buster hier gegen Apollo Crews. und Choke am Boden hier. Ja, wir haben schon geahnt quasi, wollen die beiden erstmal Apollo Crews loswerden. Gehen zusammen auf ihn los. Also doch Handicap. Ja, vielleicht doch ein Handicap-Match. Apollo Crews kann sich jetzt aber mit einem Uppercut zur Wehr setzen, wird aber gleich wieder in den Double Oh. Beast-Schlag.
angefangen. Ja, also die beiden machen überhaupt keinen Anstand, mal aufeinander zu gehen, sind wirklich auf Apollo Crews fokussiert. Ja, kaum hat der eine den im Griff, kommt der andere und hilft ihm. Edge, Ja, der Counter Body hier. Slam geht ins Leere, in die Reverse DDT. Aber da ist schon wieder Cruz. Priest. Da ist schon wieder Cruz. Der auch. Genau, ja. Cruz kann Priest niederschlagen, aber schon ist wieder Edge da. Also kann auch sein, dass Edge und Priest irgendwie ein kleines Sümmchen vielleicht vom Fight Club bekommen haben, um Apollo Crews ein bisschen zu schwächen für Night of Champions. Oder Da gibt doch es diese nicht? Float-Over DDT von Ich Tyler glaube, Breeze gegen Edge. den hat der anders geplant gehabt. Der war ja Cruz geplant. Nur eine kurze Allianz. Aber ja, jetzt sind beide schon wieder auf Edge drauf. Was macht Apollo Crews da? Er suplext die Luft. Auch okay. Okay, wir müssen erstmal bei Apollo Crews einen Alkoholtest machen, bevor dem Edge irgendwie mal Hallo, Hinweis gibt hat oder so. das ist Show-Off. Der zeigt halt, dass er theoretisch auch ein Suplex perfekt ohne Gegner ausführen kann. Oder sind wir jetzt hier in so einem japanischen Comedy-Match? Wer Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bekommt Apollo Crews nach dem Match erstmal einen Alkoholtest. weiß. Also, es kann passieren, dass er die Wellness-Politik nicht schon geschafft. Nein, nein, alles safe. Ja, aber Apollo Crews wieder mittlerweile am Boden. Aber jetzt ist das ganze Triple Threat Match schon ein bisschen offener. Jetzt ist es ein wahres Triple Threat und kein Handicap-Match mehr. Jo. Denn ja, Tyler Breeze hat irgendwann angefangen, Edge anzugreifen. Denn er wusste ja, ein Edge würde einen Tyler Breeze auch nicht einfach so Apollo Crews covern lassen. Deswegen muss ja auch ein Edge irgendwie loswerden. Und ja, nach dieser Attacke lässt sich Edge natürlich auch nicht lumpen, eben so einen Tyler Breeze anzugreifen. Jo. Edge schon mit dem Belly to Belly oder dem Overhead Belly to Belly gegen Apollo Crews. Wiegt ja auch nicht gerade wenig, unser European Ja, Champion. das stimmt allerdings. Was hat Breeze Und davor? Tyler Breeze rennt ins Leere. Vielleicht hat er drüben ein Pokémon gesehen, wer Er weiß. ist nicht R-Truth, verdammt nochmal. Das haben sie auch wieder mal übertrieben. Eine Woche reicht, aber zwei muss man es nicht. Ja, eine war genug. Aber Tyler Breeze wollte aufs Top Rope gehen, wird auf Edge nach draußen geschlagen. Ja, Edge nutzt die Chance, versucht das Cover. Oh, schon ein Two-Count, aber dass das ja noch nicht reicht, den European Champion unten zu behalten, ist eigentlich klar gewesen. Wieder dieser Choke von Tyler Breeze gegen Apollo Crews. Lion's Oh! Sword von Edge. Was hat Breeze vor? Breeze mit dem Elbow. Oh, gerade richtig umgefallen, ey. Ja, ansonsten wäre das schmerzhaft für Apollo Crews gewesen. Edge nun wieder an Tyler Breeze dran. Kassiert den Counter, aber Apollo Crews kümmert sich dann gleich um Prince Pretty hier. Ja, bei jetzt so ein bisschen Side Tyler Russian Leg Breeze Sweep. fixiert. Edge möchte abstauben mit dem Coverversuch. Nee, nee. Und Crews ist Wäre aber aber ein. wahrscheinlich eh nicht bis 3 gegangen, abgesehen davon. Bestimmt nicht, nein. Ja, schöner, ja, Jumping Overhead Neckbreaker hier von Edge nach dem Stalker Kick von Apollo Crews. Also jetzt ist Tyler Breeze derjenige und die Execution von Edge gegen Tyler Breeze. Apollo Crews mit dem Abstauber, aber natürlich ist Edge gleich da. Ja, jetzt war Tyler Breeze ein bisschen der immer einstecken musste. Elbow Edge, denke ich, Drop. noch am fittesten von den dreien. Ja, das könnte gut möglich sein, ja. Ja, wirklich, ja. Ja, Tyler Breeze muss wieder raus auf den Apron. Hätte Cruz ihn kümmert eigentlich sich vom gleich. Apron runtergestoßen, hätte ich mehr gemacht. Jetzt soll wahrscheinlich Edge schneiden. Ah, okay, beide stoßen zusammen und Tyler Breeze auch sehr. Sim. Kennst du den denn nicht? Mehr oder minder war es jetzt Cruz mit Edge in sich. Oh! Schöner, ja, Jumping Forearm hier von Apollo Crews. Edge mit dem German Suplex Versuch, aber Crews kann sich mit dem einen Elbow befreien. Wirft Edge nun nach draußen. Nach Draußen. draußen. Und oh, schöner Roaring Elbow von Tyler Breeze hier gegen den European Champion. Und der Supermodel Superkick Kick. von gegen Apollo Crews. Reicht das schon? Holt sich Tyler Breeze den. Das war's. Ja, okay. Das ging schnell. Ja.
Das ging wirklich schnell. Nach dem Supermodel Kick hat es geschafft, Tyler Breeze, unseren European Champion, hier zu besiegen. Das war unerwartet. Und somit, ja, steht auch fest, dass Rusev Jack Swagger bei Night of Champions begleiten darf. Ja, das war wirklich ein schnelles Match mit einem unerwarteten Ende. Hatten wir auf schnell gestellt, oder? Nee, das war normal. Okay. Wir haben normalerweise immer normal bei. Gut, Apollo Crews hat besonders in der Anfangsphase einiges einstecken müssen. Allerdings hat sich Apollo Crews hier eigentlich immer durch seine Ausdauer die letzten Wochen gerade bemerkbar gemacht. Und nun war, ja, er hat nicht mal einen Finisher irgendwie abbekommen. Nach dem Supermodel Kick war schon Schluss. Entweder hast du gedacht, ja, riskiere ich halt einen Rusev. Ich glaube nicht, dass Apollo Crews mit dieser Moral in so ein Match hineingeht. Ich denke, Apollo Crews ist schon bestrebt, jedes Match gewinnen zu wollen. Jo, glaube ich auch eher. Er hat ja selbst noch für die Entscheidung so ein bisschen gesorgt, indem er Edge rausgeschmissen Roaring hat. Roaring Elbow. Ja, dann gab es den Roaring Elbow und anschließend den Supermodel Kick. Edge kam ja eine Millisekunde zu spät. Somit hat Tyler Breeze den European Champion besiegt und sich ja vielleicht in Zukunft, falls Apollo Crews verteidigen sollte bei Night of Champions, für Höheres empfohlen. Jo. Ich denke, ein European Champion so schnell zu besiegen, ist eine ganz starke Leistung. Ja. Und auch eine Ansage. Ich habe auch das erste Mal den Selfie-Stick von Crews. Von Crews. Ja. Der Selfie-Stick von Apollo Crews. Also, ich war ja mit Crews vorher trinken. Ja, wahrscheinlich konnte es deswegen Crews auch nicht auskicken, weil er noch besoffen war. Aber ja, soweit zur letzten SmackDown vor Night of Champions. Ja, 5 Matches von SmackDown-Seite warten auf uns. Ja, fassen wir nochmal zusammen, was von SmackDown-Seite kommt. Einmal das Tag Team Match zwischen Wyatts, also dem Wyatts, Eric Rowan und Luke Harper gegen die Motor City Machine Guns, Chris Sabin und Alex Shelley. Genau, dann haben wir Ryback, der seinen Weg weiter nach oben bahnen möchte und bei Night of Champions auf den mehrmaligen früheren World Champion Alberto Del Rio trifft. Ja, dann haben wir das Match, ich will es ankündigen, das Match Champ des Ostens gegen Champ des Westens, Shinsuke Nakamura gegen AJ Styles. Genau. Dann muss Apollo Crews noch seinen European Title verteidigen gegen Jack Swagger, der in einem Number One Contender Match den guten Daniel Bryan besiegen konnte. Und wie wir gerade gesehen haben, Rusev wird natürlich dann wieder als Manager dem guten Jack Swagger zur Seite stehen. Und dann im Main Event des Abends sehen wir noch einen Seth Rollins gegen Samoa Joe, seinen Titel verteidigen, den er bei SummerSlam in einem Ladder Match gewonnen hat. Von Kevin Owens immer noch keine Spur nach der furiosen Attacke von Joe durch Tische vor mehreren Wochen. Genau, vielleicht Kevin Owens ja im nächsten Monat dann wieder dabei. Wir wissen ja, Kevin Owens hat noch sein Title Rematch, vielleicht dann bei Hell in a Cell ist der nächste Pay-Per-View dann, ne? Vielleicht sehen wir ja dann Samoa Joe oder einen Seth Rollins bei Hell in a Cell gegen einen Kevin Owens. Mal schauen, wann wir wieder von ihm hören werden. Wer weiß. Bis dahin und bis zu Night of Champions. Freue drauf. Jo, wir sehen uns dann in ein paar Tagen oder in einer Woche. Mal gucken, wann wir dazu kommen. Genau. Bis dahin. Kann, wie schon gesagt, das kann sich halt etwas ziehen. Jo. Genau. Also, aber keine Sorge, es kommt. Einfach nur ein bisschen warten. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.